Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen YouTube-Video. Heute habe ich die Alicia Auer dabei. Hi. Hallo, was geht ab? Ich bin der Momo, falls für die, die mich noch nicht kennen. Und heute spielen wir das Spiel Wer würde eher? Das haben wir schon mal gespielt, aber das kam eigentlich ziemlich gut an, ne? Ja, dann dachten wir uns, spielen wir das doch nochmal. Ihr habt uns dadurch besser kennengelernt. Die verehrte Dame hinter der Kamera, das ist meine Schwester, die wird uns ein paar Fragen stellen und dann werden wir darauf eingehen, wer es eher machen würde. Und dann, ja. Bist du bereit? I'm ready. You ready? Steady. Go. Wer achtet mehr auf Geld? Ja, ich bin einer, der wirklich, ich bin sehr strukturiert in meinem Leben. Ich passe wirklich sehr auf, wie ich mit Geld umgehe. Ich mache mir sehr viele Notizen. Ja, ich bin komplett das Gegenteil. Also, nein, aber, also ich lebe immer im Moment. Natürlich sollte man immer sparen, das mache ich auch, aber stellt, also ich kann es gar nicht beschreiben, weil es eine Diskussion geben wird bei diesem Thema, aber auf jeden Fall achtest du mehr darauf. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich mein Leben genieße, ich genieße mein Leben. Das seht ihr ja auch immer so, die mich kennen, wissen halt, was ich immer mache. So. Also ich unternehme sehr viel, aber aber ich achte halt sehr viel auf mein Geld. Ja. Sehr schön, vorbildlich. Ja. Okay. Ja. Wer würde er seinen Partner oder seine Partnerin betrügen? Oha. Das frech jetzt, ne? Ja, hallo? Ich bin übertrieben treu. Ja, ich auch. Ja, aber. Deswegen hatte ich ja. Aber ich bin sehr selbst von mir überzeugt, so. Und du ja von dir. Ja, aber. Was? Gar nicht. Also, sorry, das ist mal allein ein. Also Männer tendieren, ja, ich möchte Frauen nicht hier, ich möchte die jetzt nicht so komplett in Schutz nehmen, aber Männer tendieren eher dazu, ja. Und, Na guck mal, wenn ich eine Person liebe, auf dem ganzen Herzen, und die behandle ich wie eine Königin, und ich würde alles dafür tun, dass sie glücklich ist. Ich würde die nie im Leben verletzen. Eine Frau würde sowieso alles für ihren Mann geben. Eine Frau würde ihr ganzes Leben für den Mann geben. Was ich meine? Männer haben ihre Autos, Männer haben ihre Muskeln, Männer haben alles andere außer die Frau in meinem Kopf. Weißt du, was ich meine? Und wenn die Frau dir dann langweilig wird, dann. Für Männer ist es sowieso dann oft zu sagen, ja, es hat gar keine Bedeutung. So, weißt du, was ich meine? So, deswegen. Deswegen. Genau, deswegen Alicia. Nein, wir beide würden nie betrügen. Also ich würde das auch nicht von dir denken, dass du einen betrügen würdest. Also machen wir einfach Fazit. Kein, also so einfach. Achso, das. Ja, dass keiner betrügen würde. Wer würde eher eine Fliege essen? Also. Ist gesund. Ich esse alles so, außer Schwein. Außer Schweinenase. Nein. Nee, ehrlich. Also manchmal gucke ich mir so an, was sie so im Dschungelcamp essen. Ich würde einfach alles essen. Außer halt, das, was ich nicht essen darf. Also ich würde schon eine Fliege essen, aber ich möchte jetzt nicht alles essen, was im Dschungelcamp ist. Ja, doch, Känguruhoden. Oh, aber so aus Interesse. Also mit Zitrone, Salz. Momos Lebenselixier Salz und Zitrone. Ey, ohne Scheiß, Salz. Er isst immer Apfel mit Zitrone und Salz. Ihr müsst mal grüne Äpfel schneiden, klein schneiden, Zitrone drauf, dann Salz. Macht das mal wirklich, ey, ohne Scheiß, macht das und schreibt ihr danach. Zitrone und Salz und dann essen und wenn es weg ist, trinkt ihr diese Flüssigkeit noch. Zu krass. Power. Hast du schon mal probiert? Du hast mich mal gezogen. Und? War nicht so meins, aber war okay. Aber er liebt das. Mach das mal und schreib mir bitte danach. Danke. Sie können weitermachen. Danke. Wer würde er alle Prüfungen bestehen, die man so im Leben hat? Safe. Ey, ich bin so fleißig in meinem Leben. Das, ne? Da muss ich ihm echt recht geben. Also, er ist fleißig, ich bin aber ehrgeizig. Ja, du bist auch ehrgeizig, ich bin sehr zielstrebig. Genau. Also bei mir alles. Alles, was auf mich zukommt, ich nehme alles. In Kauf, ja. Alles auseinander. In Kauf. Aber, du bist auch sehr zielstrebig. Ich bin sehr zielstrebig. Also wenn ich etwas wirklich richtig möchte und ich weiß auch echt mal, zum Beispiel beim Abi habe ich, in der Schule immer so Durchschnitt, so, habe nie wirklich viel gelernt. Also ich war immer so normal da und hatte auch mal durchschnittliche Noten. Abi habe ich so durchgezogen, so und dann, weißt du, wenn man so bestimmte Sachen möchte, dann kann ich es auch richtig, aber ich muss halt schon wirklich
das richtig wollen. Also ich muss wirklich zugeben, die ist wirklich viel am Ackern. Die schläft wenig, sie würde sich selber belasten, damit die mehr schafft im Leben. Und muss ich wirklich zugeben, das machst du wirklich sehr, sehr gut. Hier ein Schulterklopfer, ich bin stolz auf dich. Aber wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr... Nehmen wir beide. Wer würde er seinen besten Freund, seine beste Freundin im Stich lassen? Voll die Assi-Fragen. Das sind voll die asozialen Fragen. Ist ja klar, dass wir... Ja, dass wir immer gegeneinander schießen. Ach so, was? Nein! Du bist so behindert. Ja, die erste Wahl ist die richtige. Nein, Spaß. Das ist alle guten Spaß. Dinge sind zwei. Nee, ich muss aber zugeben, ich habe wirklich mal meinen besten Freund enttäuscht. Aber es hat mir vom Herzen leid. Ich werde das nicht nie wieder machen. Nico, tut mir leid, Bruder. Also man muss dazu aber an dieser Stelle ja sagen, man möchte bewusst nie seine Freundin im Stich lassen. Ja. So, weißt du, was ich meine? Stimmt. Ich glaube, dass du jetzt muss ich jetzt... Also, weißt du, was ich meine? Also man macht ja nie etwas bewusst gegen seine Freunde. Das muss aber einen auch leid tun und sich entschuldigen. Und man muss wirklich den ersten Schritt wagen und kämpfen, dass wieder alles gut ist. Das ist auch wichtig. Hast du es gemacht? Ja, habe ich. Schön. Leute, versucht immer den ersten Schritt zu gehen in euer Leben. Wirklich, weil... Ja, macht es einfach. Ich wollte irgendwelche weisen Worte sagen, mir fällt gerade nichts ein. Wer würde eher im Zentrum schreien durch die Läden rennen? Ja, safe. Ich bin komplett bekloppt im Kopf, ja. Ja. Ey, ohne Spaß, wir machen irgendwann so ein YouTube-Video. Wir laufen wirklich draußen rum. Ich sag zu ihr, was sie tun soll. Und sie muss das machen. Und dann sagt die zu mir, was ich machen soll. Ich würde das safe machen. Also ich habe keine Hemmungen. Und ich liebe es, verrückt zu sein. Ehrlich, ich genieße wirklich jeden Moment. Aber du auch. Ich würde es aber nicht machen. Nein? Ja, also ich glaube, du würdest es schon eher machen. Ich würde das safe machen. Ehrlich. Ich würde es machen, wenn du... Wenn wir danach was essen gehen. Ja, chinesisch. Sushi. Boah, KFC. Es gibt da im Zentrum KFC. Dann KFC. Wer würde eher jemanden für Geld verletzen, töten? Oha! Das ist voll assi. Abbruch! Abbruch! Das wird übersprungen. Nein! Das wird übersprungen. Ne? Wer würde eher die Liebe seines Lebens finden? Ich glaube an die große Liebe. An die einzig wahre Liebe, die dann bis zur Ewigkeit geht. Inshallah. Ja. Wobei, ich muss eigentlich an dieser Stelle sagen, wenn man sagt, wer würde eher die größte Liebe finden, würde ich sogar mich sagen. Weil ich warte ja auf eine richtige Beziehung. Auf einen Prinzen. Ja, ich warte ja auf meinen Prinzen, dass mein Prinz kommt. Und das, also ich gehe ja, also weißt du, ich möchte, mein Ziel ist es ja, einen Mann zu haben, mit dem ich Kinder haben kann. Und selbst wenn wir uns danach trennen, dass ich immer noch sagen kann, boah, das ist ja mit Liebe, ne? Hab ich dir schon mal erzählt. Und deswegen glaube ich schon, dass ich dann sagen, also wenn ich eine Beziehung eingehe, sage ich, das ist die Liebe meines Lebens, weißt du? Und ich glaube eher dann, ich... Aber die Liebe deines Lebens kann auch danach kommen, wenn du dich trennst. Ja, aber ich wäre ja noch nicht mit dieser Person, also es kann immer noch danach kommen. Aber weißt du, was ich meine? Ich habe ja schon ein Gefühl, wie weit das geht, weißt du? Also mir ist das so, wenn ich eine Beziehung eingehe, dann muss die auch für immer bleiben. Das ist immer mein Ziel. Ich verschwende nicht meine Zeit für ein, zwei Monate oder... Ja, ich will es aber auch nochmal mit meinen Worten sagen. Also ich will nicht eine Beziehung eingehen, die ein Jahr oder so geht, wenn dann für die Zukunft. Und ich bin da auch sehr wählerisch. Momo, 22 Jahre alt. 23! Alter Schwede! Ich bin 23 Jahre alt. Ja, er hatte meinen Geburtstag schon. Ja, ist schlimm. Ich verzeihe dir. Krieg später Ärger. Zu Hause sind dein Spaß. Gegenfrage: Wer würde er nach einer Trennung leiden? Also, das muss ich erstmal sagen. Es gibt eine Redewendung: Jungs merken erst immer nach einer bestimmten Zeit, nach Beendigung der Beziehung, was. Die genießen die ersten Momente und dann merken die erst, wie krass. Aber bei mir ist das nicht, ich bin anders. Ich bin ein sehr herzvoller, liebevoller und sehr körperlicher Mensch so und Also eigentlich ist das hier kein Wer würde eher, es ist eigentlich ein Partnership hier. Wir vermitteln uns gerade hier irgendwie. Also Leute... Ihr lernt uns gerade besser kennen.
Ihr könnt das so Pluspunkte und Minuspunkte notieren und sagen, passt Moritz zu mir, passt Alisa zu mir? Nee, natürlich leidet man. Man gewinnt sich an einer Person. Und wenn man lange mit einer Person zusammen war. Wenn es real, wir haben mit Rainer darüber geredet, dass wir nur Beziehungen eingehen, wenn es real ist so, dann leidet man. Also das ist unmenschlich, das ist, sorry. Wer sagt, es sei denn, die Beziehung war schon richtig lange, richtig so, Scheiße. Der Funke war schon aus. Okay, dann fällt es einem vielleicht leichter, aber selbst dann leidest du ja, weil du hattest ja ein. Also weißt du, was ich meine? Du wolltest mit der Person einfach, bleiben und jetzt ist es nicht so und deine Familie kennt diese Person. Das ist alles unangenehm. Also ich weiß auf jeden Fall, ich glaube, dass jeder leiden würde. Ja. Auch du. Ja, habe ich ja gesagt. Ups. Opa. Ich glaube, das musst du einmal wegpusten, damit du das nicht abbekommst. Knoblauchgeschmack. Wer würde eher seinen Geburtstagskuchen alleine essen? Ich mag meistens eigentlich keinen Kuchen, deswegen. Ich mag gar keinen Kuchen. Ja, aber gib dir den Kuchen, das geht einfach nur darum, ob du es alleine essen würdest. Nein, wir will seinen Kuchen alleine essen, hat sie gesagt. Nicht einfach, wir will seinen Kuchen alleine essen. Ich sag trotzdem mal, Alice. Guck mal, wenn ihr die immer Chicken Nuggets kauft, muss ich die anbetteln, dass sie mir einen abgibt. Hallo, sorry, bei Chicken Nuggets kenn ich keinen. Also, also, Chicken Nuggets und. Einen gebe ich Mr. Happo. Candy. Kinder Happy Hippo. Candy Hippo. Ja, aber Kinder Hippo sind nur 5 Stück drin. Ja, dann wenn ich ihm eingebe, dann will er noch 2 Stück weiter. Ja, deswegen würdest du auch. Aber ich frage ja auch immer, willst du was haben? Das ist ja auch nicht. Ja, so aber aus Höflichkeit. Und wenn ich dann. Ich frage vorher, möchtest du was haben? Nein. Ich dann nehme ich mein Chicken McNuggets. Okay, dann gebe ich dir ein, aber dann ist doch jetzt dein Essen weiter. Und wenn ich das nehme, ist sie ja voll sauer. Bin ich. Ach, das ist ja. Nein, du bist mir traurig. So. So Leute, das war Wer würde eher Spiel. Danke, dass ihr zugeschaut habt, hat wieder Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst, Alicia Aua. Danke, dass ich dabei sein durfte, Mohamed Shahine. Ja, ihr habt uns wahrscheinlich näher kennengelernt jetzt und auch was... Humus 23, nicht 22, ganz wichtig. Ja. Also was unsere Ansprüche sind, ne, das war voll das Beziehungsgespräch. Ja, deine Schwester. Meine Schwester hat ein bisschen sehr vertiefende Fragen gestellt. Aber danke fürs Zuschauen. Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, aber beide Seiten immer, ne? Nicht vergessen. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für Videos sehen wollt, weil wir werden das jetzt wahrscheinlich erweitern und einen nächsten Schritt gehen. Ihr könnt uns gerne Vorschläge schreiben. Ich bin Momo, das ist Alicia und haut rein. Danke, tschüss.